Hier habe ich dann also das fertig grundierte Brett, alles schön schwarz von allen Seiten, außer von unten, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Und jetzt geht es darum, das, was ich bisher vorgesehen habe, an Skulpturteilen darauf zu verteilen. Und ich beginne hier mal mit Papier. Das ist etwas gröberes Packpapier, das auch schon mal etwas zerknittert war. Das kommt mir entgegen, denn ich möchte daraus so etwas basteln oder bauen, dass wie Stein oder irgendwie eine Landschaft im entferntesten Sinn aussieht. Und dieses Papier ist die Grundlage dafür. Das wird nachher richtig schön aufgeklebt mit Acrylbinder, geht das am besten, und geformt, und da kommt natürlich auch noch Farbe drüber. Aber vorerst muss ich versuchen, schon mal so ein bisschen so vorzuformen, wie ich es haben möchte. Und zwar stelle ich mir so vor, dass von oben, das wird das obere Teil des Bildes, das wird also längs aufgestellt werden, dieses Brett, von oben wie so eine Art Meteorit oder irgendwas reinkommt, was mit einer Wucht quasi dann zur Zerstörung der Tasse führt. Es geht so im Prinzip um schon Zerstörung, logischerweise, weil die Scherben sagen ja nichts anderes. Und ja, hier habe ich jetzt noch ein bisschen, denke ich zumindest, gröberes Packpapier. Nur dann stellt sich heraus, das war schon ein benutztes, und so findet man alte Sachen wieder. Das ist aus einem Kurs für perspektivisches Zeichnen, den ich mal mitgemacht habe, und das ist da irgendwie zwischen das unbenutzte Papier geraten, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Dann wird das halt wieder ausgetauscht. So, hier ist jetzt also etwas gröberes Papier noch, welches nicht benutzt ist. Und das bringe ich auch wieder durch Zerknittern in eine Form, die ich in dem Fall haben möchte. Im Moment stelle ich mir so vor, dass da an der Seite eben auch so eine Barriere quasi runtergeht, an der sich entlang sich die Scherben nachher herunter fallen. Na, die fallen ja nicht darunter, sondern daran entlang sozusagen, so kann man sagen. Eine Bremse, die die Scherben in eine andere Richtung bringen, wenn man sich vorstellt, dass sie im freien Fall sind sozusagen. Ja, das ist alles ein bisschen... Das findet sich dann erst im Prozess des Herstellens. Da kann sich eben, wie gesagt, immer noch mal was ändern, wenn ich feststelle, es gefällt mir doch so nicht. Und das ist logischerweise von vornherein erstmal jetzt eine grobe Einstellung, wenn man so will. Und die Scherben kommen also von oben nach unten in eine Linie sozusagen und sollen so nachher aussehen, als wenn sie gerade zerschlagen worden sind und darauf runterfallen. Und da kann es dann also geschehen, dass öfter nochmal eine Neupositionierung vorgenommen wird. Im Moment möchte ich es einfach erstmal ganz grob haben, dass ich so ungefähr weiß, wo welche Teile hinkommen. Da mache ich mir dann ein Foto davon, damit ich das nachvollziehen kann. Wenn ich es wieder runternehme, also wenn ich nachher die einzelnen Teile befestige, muss ich die anderen logischerweise wieder runternehmen, und damit ich dann noch die ungefähre Positionierung habe, kann ich auf dem Foto dann nachschauen und das wieder so hinbringen. Ja, und so probiere ich halt jetzt noch ein bisschen herum.